Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge und heute ist die Weihnachtsfolge. Und da möchte ich euch natürlich allen erstmal frohe Weihnachten wünschen. Ja, es ist das zweite Pandemiejahr. Weihnachten wird für uns alle wieder etwas anders sein als gewohnt. Aber da müssen wir durch, da müssen wir das Beste draus machen und bessere Zeiten werden wir auf jeden Fall auf uns warten. Und zu diesem Anlass habe ich euch natürlich auch eine besondere Club Nintendo Ausgabe rausgesucht. Und zwar, ihr seht es da auch schon, hier wird auch frohe Weihnachten gewünscht. Es ist die Dezember-Ausgabe von 93 und ich weiß auch ganz genau, dass ich die hier auch als Kind hatte und wirklich geliebt habe und wie oft durchgeblättert habe. Seit damals habe ich sie nicht mehr in der Hand gehabt, deswegen bin ich mal gespannt, was hier alles erwartet. Die Themenübersicht scheint schon mal auf jeden Fall sehr vielversprechend zu sein. Mein geliebtes Link's Awakening ist dabei und natürlich auch Aladdin für das Super Nintendo, auch ein wunderbares Spiel. Und erstmal dieses schöne Cover. Ist es nicht herrlich? Also irgendwie hat sich das bei mir in meinen Gehirn eingebrannt, dieser Stil, diese Verbeugung. Danke, dass du uns begleitet hast, die ganzen Abenteuer. Und das hat einfach so richtig schöne Weihnachtsstimmung verbracht. Aber gucken wir mal rein, was uns hier erwartet. Hier wird auf den heißen Starwing Sommer und das Super Mario Kart auf Tournee angesprochen. Und natürlich auch der Inhalt. Wir haben natürlich klassischerweise Super Nintendo, Game Boy, NES. Hier sieht man schon, NES ist natürlich schon am Abnehmen. Ist klar, das System war jetzt so langsam, aber sicher ja, am Auslaufen, nenne ich es mal. Untergang will ich es jetzt nicht benennen, aber am Auslaufen eben. Hier haben wir natürlich wie immer die Leserbriefe mit interessanten Bildern aus der Badewanne mit Club Nintendo und natürlich den wunderbaren Zeichnungen hier. Herzblatt ist dabei und hier natürlich die berühmte Szene aus Mario Kart. Ich glaube, jeder, der mal diese Beach Level gefahren hat im Original Mario Kart, weiß da Bescheid. Und dann starten wir hier auch gleich schon mit Aladdin. Ja, da gibt es ja so ein bisschen Glaubenskrieg, ob das Aladdin auf dem Super Nintendo besser ist oder auf den Mega Drive. Ich persönlich halte mich da eigentlich relativ neutral. Ich habe jetzt zu beiden Versionen keine tiefen Verwurzelungen. Was ich allerdings interessant finde, ist auch, dass andere Systeme auch so ganz eigene Versionen bekommen haben. Zum Beispiel Aladdin auf den Game Gear, das habe ich mal vor Urzeiten getestet. Das ist ja durchaus auf einer Levelstruktur etc. viel anders als zum Beispiel jetzt auch die Gameboy-Version, die sich, glaube ich, eher an die Super Nintendo-Version orientiert, aber da kann ich jetzt auch gerade was durcheinander bringen. Und zwar ist da zum Beispiel bei der Game Gear-Version das erste Level quasi so ein selbst ablaufendes Ausweichspiel-Level-Rennen-Dingsbums. Mir fällt gerade der Fachterminus, wenn es da ein Fachterminus geben sollte, nicht rein. Aber wie gesagt, Aladdin auf dem Super Nintendo ist natürlich auch fantastisch, bietet wunderbare Grafik. Das ist noch die Zeit der guten Disney-Versoftung, zwar nicht mehr die guten alten Capcom-Spiele, wie zum Beispiel DuckTales und so weiter, die ich wirklich geliebt habe. Das müsste schon mittlerweile Virgin Interactive, glaube ich, sein. Ne? Die haben ja später, finde ich, so ein paar Titel, wo ich sagen würde, na, bin ich nicht so der Fan von. Also zum Beispiel so, dass das Dschungelbuch oder König der Löwen, ne? Die haben so einen ganz eigenen Stil, finde ich. Ich persönlich bin da jetzt kein großer Fan von, aber das will jetzt natürlich nicht heißen, dass das jetzt irgendwie großartig schlechte Spiele sind, natürlich. Ja, hier werden euch natürlich so ein bisschen die Abenteuer, die euch erwarten, vorgezeigt. Ich finde es halt auch schön, dass es hier diese fliegenden Teppichareale gibt. Das müsste, ach nee, das ist gar nicht ein fliegendes Teppich. Aber gibt es so Autoscroller mit Ausweichen und so weiter. Das ist Level 2 mit Baumstämmen und so weiter. Mal gucken. Ach genau, hier. Hier haben wir den fliegenden Teppich. Ich wusste doch, so komplett irren tue ich mich nicht. Ja, typisch Club Nintendo zu der Zeit, wird natürlich auch so ein bisschen gezeigt, hey, diese fantastischen Levelwelten erwarten euch. Finde ich natürlich auch nicht verkehrt. Dann haben wir hier auch ein wunderbares Spiel, Super Mario All-Stars. Auch das hatte ich als Kind, aber ich glaube, ich habe mir es damals von irgendwen ausgeliehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt damals wirklich hatte oder nicht. Für mich war das allerdings damals gar nicht so interessant, weil mein Bruder hatte ja ein Super Nintendo, ein
Super Nintendo hatte ich, er hatte das NES und da haben wir natürlich auch Super Mario Bros. 1 und 2 hoch und runter gespielt. Den dritten Teil, den hatte ich bei einem Kumpel ganz fasziniert geguckt, aber gefühlt habe ich das Spiel zum ersten Mal gesehen, wo das Super Nintendo schon ja bei mir in greifbarer Nähe war. Deswegen fand ich das Spiel cool, wir haben es zusammen gespielt. Aber ich habe da nie so dieses Wow-Gefühl irgendwie gehabt, weil es gab ja schon Super Mario World und die ganzen coolen Spiele. Aber da war ich natürlich froh, dass ich denn diese Spiele auf dem Super Nintendo auch mal nachspielen konnte. Wobei so richtig, richtig ausdauernd habe ich die Dinger nicht gespielt, weil wie gesagt, die beiden kannte ich ja schon und ja, so mal war das 3. Ach, ja, ich weiß nicht. Es ist ein fantastisches Spiel, aber ich habe irgendwie nie so den möglichen Zugang dazu gefunden. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin auch allgemein nicht so unbedingt der Plattformer-Fan. Mario Paint war damals auch eine Riesensache. Wollte ich als Kind natürlich auch haben. Was bekam ich? Ich kam die Billo-Version von Games. Das war im Prinzip so ein Mario Paint Knockoff. Da habe ich auch mal ein XXL Review dazu gemacht und kam ohne Maus. Natürlich ohne diesen Nintendo Charme war das natürlich jetzt nicht ganz so geil wie jetzt ja Mario Paint mit Nintendo Charme logischerweise. Aber das war natürlich hier fantastisch, weil hier war auch die Maus dabei. Übrigens, falls ihr in modernen Zeiten auch eine vernünftige Maus an euer Super Nintendo anschließen wollt, gibt es von Hyperkin auch eine Maus mit einem Lasersensor, ohne Kugel. Die funktioniert auch super, habe ich hier auch irgendwo rumfliegen. Funktioniert auch super, falls ihr mal Super Nintendo Spiele auf der originalen Hardware mit einer vernünftigen Maus spielen wollt. Ja, war natürlich hier grafisch super vorbereiten. Wobei ich hier ehrlich gesagt so am geilsten immer so ein bisschen diese Soundeffekte und sowas fand, dieses grafische Malen. Da habe ich auch damals auf dem PC bei Windows 3.1 mit Paint immer schön rumgespielt, hier mit der Airbrush und sowas. Ja, deswegen hat mich dieses Feature jetzt nicht so vor den Socken gehauen, was jetzt Mario Paint angeht, aber diese Musikmacherei. Ja, Super Mario World, ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Scheinen sie hier interessant so ein bisschen hier Schnellweg aufzuzeigen. Auch da, Super Mario World, bin ich nicht so der Überexperte. Auch da habe ich das damals nicht bei meinem Super Nintendo mitbekommen. Ich weiß auch nicht, das muss irgendwie so eine Packung gewesen sein, wo das Spiel nicht dabei war. Ich frage mich genau natürlich, was für eine Edition ich da bekommen hatte. Aber ich hatte es definitiv nicht, was ich aber auch damals nicht so übervermisst habe. Super Mario Kart natürlich habe ich hoch und runter gespielt mit meinem Bruder im Zweikampf und natürlich auch alleine. Ich habe da alles Mögliche freigeschaltet und ich weiß noch, vor 2 oder vor 3 Jahren, da war auf der Retro-Börse in Wissen, glaube ich, da war ein Mario Kart-Turnier, wo ich dran teilgenommen habe und da haben wir das Original Super Mario Kart gespielt und da habe ich den dritten Platz erlangt. Ich weiß auch nicht wieso. War natürlich teilweise, weil denn Leute nicht mehr weiter angetreten sind oder so. Die wussten wahrscheinlich, dass sie gegen mich eh verlieren. Ich weiß es nicht. Aber ich war den dritten Platz und ich habe das Spiel wirklich seit längerer Zeit nicht mehr gespielt, aber ich hatte es noch genau drin. Ihr wisst es selber, wenn man ein Spiel wirklich ewig gespielt hat, hat man diese Bewegungsabläufe und Steuerung einfach im Blut und auch nach längerer Zeit kann man das wieder aufnehmen und wieder so weiterspielen. Dann Super Street Fighter 2 Turbo, wobei hier nur Street Fighter 2 Turbo, hieß das nicht Super Street Fighter 2 Turbo, aber da könnte ich mich jetzt auch irren. Auch das habe ich mir damals von einem Kumpel ausgeliehen und gegen ihn gespielt. Hoch und runter, hat uns sehr viel Spaß bereitet und das finde ich geil, wie hier wirklich hier im Detail die ganzen einzelnen Kämpfer noch vorgestellt werden. Natürlich hier mit Geburtsdatum und allem drum und dran. Und ich kann euch gerade mal zeigen, wir haben nämlich diese Einzelspielerkampagne nie durchgespielt bekommen. Spätestens hier bei dem drittletzten und vorletzten Gegner sind wir immer ausgeschieden, mein Kumpel und ich. Wir haben uns immer abgewechselt mit verschiedenen Kämpfern und haben es immer durchprobiert. Bis ich mit ihnen hier, das weiß ich noch ganz genau, mich etwas durchgecheased habe. Man nennt das ja so ein bisschen den Cheese in Spielen, wenn man so eine gewisse Taktik so ein bisschen ausnutzt und es natürlich jetzt nicht so das faireste Spielen ever ist. Und da habe ich ja diese 1000-Hände-Attacke, ne? Einfach stehen bleiben und dann bewegen benutzt und damit habe ich eigentlich alle Kämpfe durchstritten und auch gewonnen.
Und ja, da habe ich das dann auch alles erfolgreich durchspielen können. Dann haben wir hier Plock, wunderbares Spiel. Das hatte ich auch damals als Kind und das hat einfach so einen richtig, richtig geilen Charme, finde ich. Also die Musik, die ihr euch da gleich empfängt, ist stimmig einfach. Die Grafik, das sieht so leicht, hat so einen leichten, ja, comicartigen Stil, würde ich es mal nennen. Die Spielmechanik ist einfach super, weil als Angriff benutzt hier halt eure Körperteile, ne? Also eure Arme und eure Beine, eure Gliedmaßen. Und die fliegen dann halt und kommen dann wie so ein Bumerang wieder zu euch zurück. Und dadurch ist natürlich auch so etwas limitiert, weil die kommen natürlich jetzt nicht so in Lichtgeschwindigkeit auf euch wieder zurück, sondern die brauchen eine gewisse Zeit. Und dadurch könnt ihr halt nur, sag mal, 4 Attacken auf einmal gleichzeitig haben. Aber habt natürlich den Nachteil, wenn ihr eure Beine geworfen habt, dann bewegt ihr euch natürlich viel schlechter. Und dadurch müsst ihr halt immer so ein bisschen strategisch planen, okay, wie mache ich hier alles? Es gibt natürlich hier aber auch natürlich Kostüme wie den Feuerwerfer und sowas, womit ihr dann etwas gut vorankommt. Beim Spiel finde ich es etwas schade, dass die späteren Level sehr, sehr nervig werden. Also am Anfang ist es wie so ein Standardplattformer und später habt ihr halt Levels, wo ihr dann halt eine gewisse Anzahl von so speziellen Flöhen irgendwie erledigen müsst. Das Problem ist, die Flöhe an sich zu erledigen, ist das nicht die Schwierigkeit. Nur die Level sind halt sehr verzweigt aufgebaut und ihr müsst die Viecher erst suchen. Was natürlich durchaus etwas schwieriger sein kann. Dann Jurassic Park. Habe ich persönlich noch nie gespielt. Ich weiß, dass es ein gutes Spiel ist, aber ich habe es noch nie gespielt. Hier mit den, ja, ich nenne es mal Ego-Shooter-Szenen, ist natürlich für das System durchaus nicht ungewöhnlich. Nee, nicht gewöhnlich, so rum. Denn Goof Troop, ein fantastisches Spiel. Seid mir verzeiht, wenn ich hier so ein bisschen schneller durchblätter, aber hier ist wirklich alles pickepacke vollgepackt und zu den meisten Spielen habe ich ja schon mal etwas gesagt und deswegen werde ich jetzt hier nicht in die Tiefe eingehen, was jetzt hier alles genau gezeigt wird, weil im Prinzip, wie ihr wisst, ist das Club Nintendo ein Werbemagazin und da wollte man halt so ein bisschen natürlich hier zum Beispiel das Level 5, hey, guck mal, was für coole Variationen es da alles gibt und was da genau gemacht werden muss. Ich denke jetzt mal im Detail ist nicht so interessant. Aber Goof Troop ist auch ein sehr interessantes Spiel, habe ich auch jetzt erst in meiner Retro-Sammler-Karriere, nenne ich es mal, ja, mitbekommen. Und es ist wirklich ein sehr schönes Puzzlespiel, wo ihr Goofy und Max spielt aus der Draufsicht und halt Kisten verschieben müsst und kleine Rätsel erledigen müsst. Auch hier sehr charmant alles aufgemacht. Dann The Magical Quest starring Mickey Mouse. Das weiß ich noch, das ist auch ein fantastisches Spiel. Es gibt da, glaube ich, 3 Teile oder waren es 4? Wobei ein paar bei uns leider nicht so wirklich erschienen sind. Und hier ist halt, das Coole ist, es ist halt auch normaler Plattformer, also Jump'n'Run. Und es gibt im Verlauf spezielle Kostüme, mit denen sich den Mickey verkleiden kann. Wie zum Beispiel auch ein Feuerwehrmann oder ein Bergsteiger, die dann halt bei bestimmten Szenen natürlich logischerweise eingesetzt werden müssen. Da weiß ich noch, das ist auch eins der ganz frühen Super Nintendo-Spiele. Und ich habe das wirklich im Club Nintendo Magazin verschlungen, weil diese Gestaltung und auch dieses Coverbild, das hat sich bei mir auch irgendwie so eingebrannt. Wirklich fantastisches Spiel. Ich bin froh, dass ich es hier entsprechend nachholen konnte. Hier sieht man es genau. Zauberer, da können die halt, ihr seht es, Feuerbälle sind es nicht, aber so Energiebälle, ihr versteht das Prinzip. Dann natürlich Feuergrotte, wo ihr den Feuerwehrmann Mickey werdet oder Feuerwehrfrau, je nachdem, wie man es gendern will. Und dann natürlich hier auch den Bergsteiger Mickey. So. Dann haben wir hier Bugs Bunny in Rabbit Rampage. Puh, ganz ehrlich, das Spiel habe ich noch nie gespielt und ich glaube, das habe ich auch damals in meiner Lektüre großzügig übergangen. Also von der Grafik her sieht das ja alles durchaus nicht verkehrt aus, ne? Scheint jede Menge Action, wobei es natürlich auch fast, das wird wahrscheinlich Jump'n'Run sein, ne? Aber so ein bisschen sieht es wie eine Minispielsammlung ehrlich gesagt aus hier. Da wird geschossen, da wird ein Stirn ausgewichen und so weiter. Vielleicht wisst ihr ja etwas und hier haben wir einen wunderschönen Kalender für 94. Natürlich ein bisschen klein, aber natürlich hier wunderbare Spiele. Hier haben wir Mario und Yoshi ist es, glaube ich, ne?
Dann haben wir Lost Vikings, Kirby natürlich, Battletoads, Metroid. Okay, sie haben Bubsy hier reingenommen. Street Fighter, Starwing. Dann haben wir hier Mega Man, Link, Plock und Klassiker Mario natürlich. Schöne Auswahl, wobei ich mich echt frage, was hier Bubsy suchen sollte. Aber nun gut, hey. Dann haben wir hier die wunderbaren die Spieleberater. Habe ich ja zum Glück ja schon einige. Die habe ich, glaube ich, nicht. Und das für Zelda fehlt mir noch. Und die braucht mir damals wirklich, ne? Also, da gab es ja das Internet, wo man da wirklich jetzt mal kurz mal was nachschlagen konnte oder sowas. Nein, also vor allem Zelda habe ich damals zum Beispiel nie durchgespielt, weil ich das ganz zum Schluss, da müsst ihr jetzt so spezielle Amulette finden und auch vernünftig einsetzen und so weiter. Das habe ich irgendwie nie gerafft. Weil aus dem Spiel heraus ist das sehr kryptisch, finde ich, herauszukriegen. Und da ist natürlich dann so ein entsprechendes Nachschlagewerk sehr, sehr praktisch. Dann gucken wir hier mal die Systemcharts, die im Dezember 93 sind. Hier haben wir natürlich Zelda 3, Super Mario World, Super Mario Kart, Street Fighter, SimCity, Mario Paint, Starwing, Tiny Adventures, F-Zero und Super Soccer. Finde ich durchaus von den Lesern her eine wunderbare Wahl. Die Profis, die übergehe ich jetzt einfach mal. Dann beim Game Boy Super Mario Land 2 und 1 würde ich so unterschreiben. Mega Man, da wird wahrscheinlich Dr. Wilys Rache gemeint sein. Oder das erste, glaube ich, The Mega Man 2, auch ein gutes Spiel. Tiny Toons, auch wunderbares Spiel. Mystic Quest, müssen wir auch nicht drüber reden. Gargoyles Quest auch nicht. Kirby's Dream Land, Tetris und F1 Race. Würde ich so unterschreiben. Wunderbare Spieleauswahl. Und dann sind wir natürlich hier bei dem NES. Dann haben wir hier Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Mega Man 3, Super Mario Bros. 2, Mega Man 4, Super Mario Bros., Link, Chip und Chap, Mega Man und die Tiny Toons auch auf dem NES. Ja, eine gute, solide Auswahl, würde ich sagen. Und dann kommen wir hier zu Link's Awakening, meinen Geliebten. Ich weiß nicht, ob es da schon erschienen war oder relativ neu war, aber hier sehe ich schon das Action-Adventure der Extra-Klasse. Das würde ich definitiv so unterschreiben. Ich meine, wenn man das so sieht, was das hier auf den Game Boy gebracht hat, finde ich es wirklich, wirklich beeindruckend, dass es auf dieser, auf den ersten Blick sehr einfachen Technik, das hier wirklich möglich war. Da haben sich die wirklich, selbst übertroffen. Dann haben wir hier eine Welt voller Musik. Ich finde es hier irgendwie sehr interessant, dass sie das hier in Farbe dargestellt haben und nicht irgendwie in einer üblichen Schwarz-Weiß-Optik oder ähnliches, weil so sieht das gleich ganz anders aus, ne? Das könnte dann fast irgendwie wirklich ein Super Nintendo-Spiel sein von der Karte her. Aber na gut, man hat natürlich die Flöte, wo man dann entsprechend Goodies holen kann, zum Beispiel die Eule holen. Denn der Wundertempel, das war genau da, wo man, ich glaube, die Schwimmflossen brauchte oder gefunden hat, genau. Das ist natürlich hier so prototypischer Aufbau von einem entsprechenden Dungeon des Spiels, dass ihr hier natürlich hier diese tiefen Wasserbereiche habt, wo ihr erstmal nicht weiterkommt. Und dann müsst ihr halt dann gucken, okay, wo finde ich hier zum Beispiel die Schwimmflossen, um damit dann euch den Rest des Verlieses entsprechend zu freizuschalten. Und der Piranha-Killer, super einfacher Boss, fand ich. Das fand ich schon damals. Also die Bosse sind manchmal wirklich sehr einfach und ist auch okay. Aber ich habe das Gefühl, auf dem Super Nintendo waren die Bosse durchaus schwerer. Hier gut mit der Schlangengrube, wo man erstmal den Enterhaken den rausziehen musste, war etwas schwerer, aber auch in Ordnung. Und hier sieht man auch wirklich, wie verschieden die ganzen Verliese gebaut wurden und auch schon allein durch die Musik und durch das ganze Feeling trotz der einfachen Farben so einen komplett anderen Eindruck hinterlassen haben. Einfach wirklich fantastisch. Der Massentempel war so ein bisschen das Nervigste, die Dämonenfratze, der Boss ist auch so ein bisschen, naja. Und ich sehe gerade, ich muss hier gerade den Akku wechseln. Und hier haben wir wieder ein fantastisches Comic und wie immer, halt ich es mal kurz still, ihr könnt natürlich dann pausieren, um euch das Ganze selber durchzulesen. Es scheint hier ein wilder Mix mit den Lost Vikings zu geben, auf jeden Fall. Sehr interessant. Hier natürlich auch sehr schön gezeichnet, ne? Aber ich hatte gar nicht so im Kopf, dass die Lost Vikings damals so ein großes Thema waren, ehrlich gesagt.
Ja, und dann haben wir hier Kirby's Dream Land. Das ist Kirby's erster Auftritt ever. Und wie ihr wisst, ist er immer noch einer der beliebtesten Nintendo-Charaktere, die es da draußen gibt. Und das zu Recht. Das erste Spiel war natürlich sehr simpel, hat noch viel von diesen Kirby-typischen Sachen noch nicht gehabt. Also ihr habt zum Beispiel, wenn ihr die Gegner eingesaugt habt, noch nicht die Fähigkeiten übernommen. Das kommt dann erst in den NES-Teil, der danach folgt und natürlich dann auch in dem entsprechenden zweiten Teil für den Gameboy, wo ihr dann auch so Tierbegleiter habt und sowas. Aber einfach, es lässt sich halt so super locker schön runterspielen. Und es verbreitet einfach schon allein durch seinen einzigartigen Musikstil so eine wunderbare Stimmung. Ihr wisst alle, wie der Musikstil von Kirby ist. Einfach wunderbar. Battletoads in Ragnarok's World. Auch hier ein relativ schweres Beat'em'up. Ist aber durchaus, finde ich, vernünftig umgesetzt worden. Die Battletoads waren ja damals irgendwie gefühlt ein riesen Thema irgendwie. Und ja, war natürlich auf allen Systemen immer erschienen und irgendwie gefühlt ist es auf den ersten Blick immer überall das gleiche gewesen. Aber wie gesagt, auf den Gameboy durchaus vernünftig portiert worden. Und dann haben wir, aus dem Konzept für Bubsy auch noch Passwörter. Also das Spiel haben sie echt gehypt, oder? Ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass da irgendwie von der Marketingabteilung so ein bisschen eine Zuwendung gab oder ähnliches. Also ich verstehe es nicht, warum das so wirklich gehypt wurde. Classic Tick Battle of Olympus habe ich damals noch nie gespielt. Ich habe es auf dem Game Boy ja seit ein paar Wochen in meiner Sammlung. Da muss ich endlich mal rangehen, würde ich sagen. Und dann haben wir hier auch schon Kirby's Adventure auf dem NES. Auch hier der gute, einfache Gameboy-Teil wurde genommen und hier wirklich sinnvoll erweitert mit ihr übernimmt die Fähigkeiten und so weiter. Also das ist natürlich, während, sagen wir mal, so der Gameboy-Teil der erste so ein bisschen vielleicht eine Fingerübung war und hey, mal gucken, wie das ankommt, haben sie hier richtig Gas gegeben und noch richtig viel hinzugefügt. Hier wiederholen sie natürlich so einiges, wie natürlich der berühmte Baumgegner, Endboss, der am Anfang immer da ist. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir hier Darkwing Duck auf den Gameboy, fantastisch. Auch hier habe ich die NES-Version nicht gespielt, aber die dürfte einigermaßen deckungsgleich sein. Hat natürlich einen sehr starken Mega Man-ähnlichen Stil. Und ich habe Darkwing Duck damals, die Zeichentrickserie, geliebt und ihr wahrscheinlich auch. Ich meine, was war daran nicht zu lieben? Dann haben wir hier die Special Page, wie steht deutscher Screentext, ah, das ist ja cool. Die Programmierung von Link's Awakening und sowas, finde ich schon echt gar nicht so uninteressant. Das haben sie hier sogar so ein paar Titel, die hier auf Deutsch erschienen sind. Ja, damals war es ja durchaus wirklich ungewöhnlich, dass sowas ja übersetzt wurde, obwohl zu der Zeit nicht mehr so ungewöhnlich, aber in frühen Spielen, da blieb alles auf Englisch und da war wirklich eine deutsche Übersetzung, war da wirklich ein wichtiges Werbekriterium. Dann haben wir hier Rätsel, ja, was könnte das wohl sein, ne, wenn man das hier sieht? Was ist diese Figur hier wohl, wenn das mal nicht Yoshi ist? Also da muss ich hier nichts ausmalen. Und ja, das war schon das Magazin. Sehr, sehr schöne Ausgabe, sollte wahrscheinlich so ein bisschen als Kaufanregung oder Wunschanregung für die junge Generation für Weihnachten sein, denke ich mal. Haben sie sehr viele schöne Spiele zusammengefasst, wirklich eine sehr, sehr schöne Ausgabe und ja, so ein bisschen, ich erinnere mich an die Ausgabe so gar nicht so sehr, aber an das Cover irgendwie, weil vom Inhalt kam gar nicht mehr alles so viel bekannt vor, aber so ist es nun mal, ne? Und dann haben wir es heute wieder geschafft. Ich wünsche euch wirklich wunderschöne Weihnachten, egal wie ihr sie verbringt. Und ja, vor Silvester hören oder sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. Aber falls ihr nicht mehr reinschreien solltet, wünsche ich euch schon mal auch einen guten Rutsch und verbringt ein paar schöne Tage. Macht's gut, euer Panda.